Endlich ist es wieder soweit und es ist wirklich eine sehr schöne Aufgabe, auf die ich mich jedes Jahr immer wieder freue, wenn die Tomaten schon groß genug sind und die dann in ihren eigenen Topf pikiert werden dürfen. Und bei diesem Freudenerlebnis möchte ich euch natürlich wie immer mal mitnehmen. Bei solch einem schönen und sonnigen Märztag macht sogar das Pikieren noch doppelt so viel Spaß. Selbst die Ameisen, die sind jetzt auch schon sehr aktiv. Und ja, das Pikieren von Tomaten ist recht einfach. Also Tomaten waren eine meiner ersten Kulturen, mit denen ich das Gärtnern angefangen habe, weil mit denen kann man nicht so viel falsch machen, beziehungsweise die gehören einer zu der einfachsten Kulturen. Und das Wunderbare an Tomaten: die schmecken ja auch richtig geil. Und ja, das ist jetzt eine neue Sorte, die ich jetzt angebaut habe. Olympische Flamme. Hatte ich schon letztes Jahr das Saatgut, aber ich habe irgendwie vergessen, die anzubauen. Deswegen mache ich das jetzt schon mal. Und meine anderen 50 Sorten, die werde ich dann auch jetzt dann die nächsten Tage pikieren. Die sind alle so in der Größe ungefähr. Habe mir jetzt schon ein paar Platten vorbereitet mit Töpfen. Und das sind jetzt ungefähr 5 Stück, 100 Töpfe. So viel sollten es jetzt ungefähr sein. Wenn es mehr sein sollten, dann sind es halt mehr. Also beim Pikieren jetzt für die Tomaten habe ich jetzt einfach ganz einfache Komposterde genommen von mir. Also es war ein bisschen halb verrotten, da sind noch ein paar Holzstücke mit dabei, habe ein bisschen Sand noch mit beigemischt. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Tomaten Leben haben, also dass da Mikroorganismen und Bakterien da sind, weil das fördert natürlich am meisten das Wachstum von den Tomaten. Und da achte ich jetzt nicht so viel auf die Nährstoffe. Dann werde ich, wenn sie mal etwas brauchen, also neue Bakterium, neues Leben, dann werde ich ein bisschen mit Brennnesseljauche gießen. Habe ich auch schon welche angesetzt. Und beim Pikieren ist es eigentlich recht einfach bei den Tomaten. Die soll man ja auch pikieren zum Beispiel, weil die man dann nehmen kann und etwas tiefer in den Topf setzt. Also mein Vater wird die sogar bis unter das erste Blattpaar setzen, weil die am Stamm nochmal Seitenwurzeln bilden und dann werden die noch kräftiger, weil die noch eine größere Wurzeln haben. Deswegen ist es auch sehr empfehlenswert, Töpfe zu nehmen, die von der Höhe her recht groß sind, weil dann die Tomaten schöne große Wurzeln bilden können und sehr kräftig dann auch heranwachsen. Ein weiterer guter Tipp bei den kleinen Pflänzchen hier ist, dass ich sie jetzt schon ein bisschen abhärte. Das heißt, ich trage sie immer in der Früh ins Gewächshaus, damit sie sich schon ein bisschen ans Sonnenlicht gewöhnen, damit sie nicht solche Brandflecken bekommen. Und dann, weil es dann nicht immer ganz so warm ist und die eine frische Brise zum Beispiel auch abbekommen oder auch mal bei 10 bis 15 Grad draußen stehen, dann werden sie noch mal ein bisschen robuster, abgehärteter auf unser Klima auch. Und das ist dann auch wieder eine super Sache. Dann später im Herbst, wenn die Pflanzen abgehärtet sind, dann macht den auch mal der großen Pflanze im November zum Beispiel nicht so diese Kühle aus. Und dann kann sie immer noch ein paar Früchte geben zum Beispiel. Das ist ja bei mir sehr oft vorgekommen und deswegen immer schön abhärten, auch wenn die Sonne scheint, einfach mal raustragen, wenn man auch die Zeit dafür hat. Und was ich jetzt auch noch entdeckt habe, ist hier eine Tomate, die hat jetzt nur ein Blatt. Schon recht komisch, weil, keine Ahnung, ist mir jetzt noch nicht so richtig aufgefallen, ist mir auch noch nicht so richtig vorgekommen. Hat aber auch schon eine Tomatenpflanze, die 3 Blätter bekommen hat. In der Regel bekommt sie halt immer zwei. Ein Blattpaar sozusagen. Jetzt hat die nur eins und eine andere Pflanze, die hatte 3. Naja, egal, das ist eben Natur, alles ist individuell. Und das soll jetzt das kleine Video gewesen sein. Wenn es euch dieses Video oder dieser Film auch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und nicht dabei vergessen, auf die Glocke zu drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich auf ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie und dieses Projekt natürlich auch auf Social Media Plattformen weiter verbreitet, damit immer mehr Menschen auf dieses Projekt stoßen, ein bisschen sich mit der Natur auch zusätzlich beschäftigen dürfen. In diesem Sinne,
habt entspannte und schöne Frühlingstage. Gartensaison fängt langsam los und macht immer wieder Spaß da aus dem Garten. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.